Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Torwartkarriere. Ja, endlich ist es wieder soweit, eine neue Folge der Torwartkarriere, weil ihr und ich wahrscheinlich nicht wisst, was in der letzten Folge abging. Schauen wir einfach mal rein. Ein 0-0 gegen Duisburg und ein 1-1 gegen Holstein Kiel, also beides nicht so prickelnd. Die letzte Folge war auf jeden Fall die Folge, wo ich den grünen Schal noch hatte und man das da nicht richtig erkennen konnte. Ja, aber ist egal, diesmal habe ich keinen grünen Schal, ich nehme wieder mit Greenscreen auf, aber diesmal, wie gesagt, keinen grünen Schal, diesmal läuft alles super. Wir haben das Spiel gegen Heidenheim und dann gegen Hamburg. Das Spiel gegen Hamburg in der heutigen Folge, Junge, in der nächsten Folge dann gegen Dresden und gegen Regensburg. In echt hat Fürth ja letztens hier gegen Union Berlin gespielt, hier genau, das war das echte letzte Spiel, da müssen wir jetzt dann auch bald hinkommen, also noch ungefähr gleich ziehen, das war nicht so toll, also für den ist in echt jetzt wieder am Abkacken, bisher lief super, das ist zum Kotzen, Leute, das ist echt, wir machen das Training jetzt einfach mal heute, wir haben immerhin B, das war's jetzt vom Training, normal zeige ich immer nur die Torwartübungen, jetzt habe ich alle Übungen gezeigt, weil ich einfach durchgelabert habe, von Fürth und der Welt. Ja, jetzt für die restliche Folge nehme ich mir vor, nichts mehr zu reden, beziehungsweise weniger zu reden. Ja, let's go gegen Heidenheim, du stehst in der Startformation. Ich hoffe, dass wir gut halten und dass wir auch gewinnen. Let's go! So, wir sind in Heidenheim, wir spielen auch auswärts. Ich bin gespannt, viel Glück an meine Männer da vorne. Ich hoffe, die hauen da das eine oder andere Tor rein. Aber ich hoffe natürlich, dass ich hier auch halt, Alter, wie ein junger Gott. Wow. Jo! Jo! Scheiße! Ah, ich fieber hier immer auch mit. Das ist irgendwie lustig. Oh, Heidenheim ist letzter. Was? Ey, komm, wir müssen die doch schlagen. Ey, das kann doch nicht sein. Regensburg ist übrigens hinter uns. Und Hamburg spielt gerade gegen Regensburg. Also Hamburg soll auf jeden Fall gegen Regensburg gewinnen. Und dann wir gegen Hamburg. Das wäre so eine tolle Sache. Und wir natürlich gegen Heidenheim. Ah, zwei Mega-Chancen hier schon mal zum Anfang. Da ist er auch so vom am Elfmeterpunkt quasi. Also auf der Höhe vom Elfmeterpunkt. Der kann auch gut und gerne mal reingehen. Vorhin die Chance mit einer absolut kranken Flanke. Das war auf jeden Fall crazy. Jetzt vielleicht. Oh, Junge, Fürth geht richtig ab. Hier gegen Heidenheim wollen sie zeigen, was sie können. Ein Torfestival starten. Die probieren es wieder. Der Torwart hält. Und die dritte Ecke nach 9 Minuten. Ja. Das Kleeblatt kommt, Torwartfehler. Endlich ist er drin, muss man ganz ehrlich sagen. Hi, das hat lang gedauert. Atanga ist das, oder ist das Green? Green ist das, glaube ich, gewesen. Ha. Ganz, ganz viele Chancen jetzt schon für Fürth. Ganz viele Chancen. Torwartfehler. Green war es, zweites Tor in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga. 1-0 in der 21. Spielminute. Jetzt, warum spielen die noch 10 Pässe, aber er ist drin. 2-0, kein Abseits. Wieder ist es Green. Alter, warum haben die da noch 10 Mal rüber gespielt? Manchmal spielen die einfach gar nicht den Querleger. Jetzt schon, 2-mal. Aber es passt. Das haben sie gut ausgespielt, 2-0. Das ist verdient, muss man sagen. 28. Spielminute, Heidenheim bisher ganz, ganz unterirdisch. Weiter so, wir können unsere Tordifferenz gerne verbessern. Oh, da hat er nicht quergelegt, ne, weißt du, da wieder nicht. Da ist er in der Mitte, da steht er in der Mitte, zwei Leute. Einmal er hier, der macht sogar das Zeichen und da stand noch einer. Ah, was ein Bullshit. Jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit, der Torwart ist diesmal da. Chance noch nicht vorbei. Green holt sich den Ball nochmal. In der Mitte sind drei Leute. Er spielt erstmal zurück. Nochmal hier auf Gatorwell. Jetzt vielleicht der Schuss. Torwart hält. Halbzeit in Heidenheim. Fürth hätte schon mit 5-0 führen können. Das ist echt crazy. Ich bin gespannt, wie das in der zweiten Hälfte läuft. Unterirdisch von Heidenheim. Aue führt mit 1-0 gegen Duisburg. Das ist für uns nicht ganz so gut. Aue ist nämlich, glaube ich, über uns. Und die ziehen dann mit uns quasi weg, sonst hätten wir die überholt. Aber es gibt ja noch eine zweite Hälfte. Duisburg soll mal hier Gas geben.
Hamburg-Regensburg 1-1, damit kann ich leben. Damit kann ich tatsächlich leben. Dann rutscht Hamburg nicht zu weit weg. Und wir können echt nah an die rankommen, wenn wir gegen die gewinnen. Und Regensburg, das würde auch passen, wenn die nur einen Punkt bekommen. Ja, ich bin echt gespannt. Also Greuther Fürth hier mit ganz, ganz vielen Chancen. Die deutlich bessere Mannschaft vergibt aber viele. Guck mal, was Heidenheim hier macht. Schon wieder ein Fehlpass. Das war jetzt schon ein paar Mal hier. Aber Fürth macht nichts raus. Das ist so das Problem. 2-0 ist zwar gut, aber wir müssen uns hier vom Platz 15 sind wir, glaube ich. Platz 14, 15. Wir müssen uns da mal rausschießen mit richtig vielen Toren. Das kann doch nicht sein. Oh. Ey, wir hatten noch nichts zu tun. Der andere Torwart hat irgendwie schon 6, 7 Paraden. Weil Fürths Schüsse halt einfach nicht so krass sind. Und Heidenheim überhaupt nicht kommt. So kommt diese Statistik zustande. Ah, das war auch wieder kacke, ey. Jetzt ist er drin! 3-0! Endlich! Es ist verdient, man muss es sagen. Auch wenn 3-0 für Fürth jetzt nicht so, ne? Passiert nicht so häufig. Vor allem in FIFA nicht, weil die ja auch da echt nicht gut sind. Da sind sie ja noch schlechter als in echt in FIFA. Aber Heidenheim, was machen die denn echt unterirdisch? Unterirdisch. Noch keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht. Und ja, da ist das 3-0 dann einfach verdient. Mondpfosten drin. 4-0 für Fürth. 10 Minuten sind noch zu gehen. Ich kann nichts anderes sagen, als dass es verdient ist. Zweimal Green, zweimal Parker. Guck mal, was die da machen können im Strafraum der Heidenheimer. Dass der den so reinballert, ne? Ohne Spaß, der den ja fast wieder drüber gehauen. Junge, musst du aufpassen. Was macht der denn? Alter. 4-0, der Wahnsinn. Heidenheim, kommt. Ist es wahr? Nee, ist es nicht. Er wird geklärt, aber das war jetzt, das war die erste Annäherung, ohne Spaß. Erste Annäherung in der 87. Spielminute, what the fuck. Jetzt kommen sie vielleicht doch nochmal, nee, kommen sie nicht. Oh, er holt ihn sich sogar noch. Oh, komm, 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 komm. Na, sie haben ihn nicht mehr reingebracht. 4-0. Applaus für Fürth. Heidenheim muss im Erdboden versinken. Die haben 2 Punkte bisher. Kein Wunder, wenn die so spielen. 3 Punkte für uns. Ja. 0 zugelassene Tore, 0 gefangen, 0 pariert, 0 abgefangene Flanken und 0 abgefangene Bälle irgendwie oder so. Keine Ahnung, was da stand. 50-50 Ballbesitz ist ja ein Wunder. 18-0 Schüsse, 12-0 aufs Tor. Junge, das ist ja, das ist nicht mehr normal, was Heidenheim hier gemacht hat. Und Hamburg hat gewonnen und Duisburg mit dem 1-1. Duisburg spielt gegen Aue tatsächlich das Unentschieden. Und Hamburg gewinnt tatsächlich gegen Regensburg. Heißt, Regensburg hängen wir ab. Und das heißt, dass wir auch Aue abhängen. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Paderborn kann uns noch überholen. Sonst keiner. Wir bleiben, heißt, auf Platz 9. Minimum. Minimum Platz 9. Nur Hamburg kann uns, nur Paderborn kann uns überholen. Ja, Hamburg können wir überholen, wenn wir jetzt im zweiten Spiel gegen die gewinnen. Deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken. Wir simulieren einfach nochmal ein Training. Machen das jetzt nicht selber, wir simulieren das jetzt einfach mal. Haben sogar ein A im Stürmerduell, das ist sehr, sehr gut. Und Hamburg wird deutlich mehr Druck machen als Heidenheim. Das kann jetzt sehr interessant werden. Aber wenn wir gewinnen, das ist mega gut. Ja, wie gesagt, gewinnen und wir sind vor Hamburg. Danach das Spiel gegen Dresden, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe. Ich habe nicht hundertprozentig drauf geschaut. Ich glaube, die sind auch vor uns, Dresden. Also wir können die nächsten paar Spiele gut was rausholen, wenn wir gut spielen. Wir dürfen uns nur nicht unterkriegen lassen. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich gut halten kann, wenn natürlich jetzt viele Schüsse von Hamburg kommen. Kann sein, dass da der eine oder andere auch reingeht. Ich bin noch nicht richtig aufgewärmt.
Im Training habe ich ganz gut gehalten, aber sonst irgendwie nicht. Ja, ich habe gehofft, die blenden die Tabelle hier ein, machen sie nicht. Also viel Glück an Fürth wieder mal an die Mannschaft, das hat es ja gerade eben gebracht. Vielleicht können wir was reißen. Komm, da in der Mitte stehen zwei Leute und er macht nichts. Er schießt aufs Tor, Alter, auf den Pfosten. Boah, Hamburg schläft gerade, Alter, komm. Jetzt. Guganik, 1:0 zu Hause. Jawohl! Was ein Spielzug, was ein Schuss, was ein Tor. Was ist denn mit Fürth los? Bisher kam Hamburg auch noch nicht richtig zum Zug, überhaupt nicht. Das ist ja crazy. Guganik, sein erstes Bundesliga-Tor, 15. Minute, hier zu Hause, im Rohnhof-Stadion, in der Trolley-Arena, oder so heißt sie, glaube ich. Richtig geil. 1:0. Und direkt die nächste Angriffsmöglichkeit, die nächste Chance, wie auch immer ich das gerade nenne. Oh, er spielt drüber, er ist drin, und das zählt, das war kein Abseits. Tor für die Spielvereinigung, was ist denn los? Das war ja 2 Sekunden später. 2 Sekunden später, Keita-Ruel durch. Und er spielt die super Flanke. Hier auf, ich weiß nicht, wer es ist, Ernst oder so. Ich kann ihn nicht richtig erkennen. Omladic, keine Ahnung. Omladic, der spielt in echt, glaube ich, nicht so oft, keine Ahnung. Ja, 4 Minuten später, das vergeht ja hier in FIFA schnell, weil ich ja auf 4 Minuten gestellt habe von der Halbzeitlänge und führt da den Ball schon wieder. Was ist hier denn los? So, Freistoß, Wittek. Maximilian Wittek, probiert's einfach mal. Schade. In echt kann das ja auch. Ich hätte es ihm richtig gegönnt. Die Fans springen schon auf. Ich, der da hinten sitzt, Alter. Führt. Oh, Pollersbeck. Alter, was ist denn los? What the fuck? Der Torwart denkt sich auch gerade, was macht meine Mannschaft? Was macht Fürth aber gerade, denke ich mir. Ich denke mir gerade auch als Torwart, was macht meine Mannschaft? Oh, 3:0! Was ist denn hier los? Green! Dieses Spiel ging in echt 0-0 aus. Ich muss es ja nicht immer mit echt vergleichen. Das ist hier FIFA und FIFA ist nicht so realistisch. Aber Green mit einer so schönen Direktabnahme. Da macht Pollersbeck gar nichts. Und das ist das 3-0 nach 35 Spielminuten. Fürth hört nicht mehr auf. Die spielen sich in einen Rausch. Was ist denn hier? 4:0. Wieder der Doppelschlag. Der Doppelschlag 15. und 19. Minute. Und jetzt 35. und 39. oder 38. Vielleicht ist es 38. Nach dem Anstoß der Hamburger. Was ist denn hier? Jetzt mal ohne Spaß, was ist hier los? Was ist hier los? Wir waren irgendwie auf Platz 15 am Anfang der Folge. Und jetzt besiegen wir Heidenheim, okay, die waren letzter mit 4:0 und jetzt steht's hier zur 40. Minute 4:0 gegen Hamburg. So, hier kam der erste Ball auf mein Tor, wenn man das so nennen kann. Richtig geil, okay, wir passen den nur raus. Und Fürth kommt. Vor der Halbzeit nochmal. Fürth kommt nochmal, Pollersbeck. Warum er da nicht abgelegt hat. Beim 4:0 war er dann doch zu eigensinnig. Nochmal die Flanke, die wird auch geklärt. Vielleicht gibt es noch eine Chance jetzt hier. Wenn Fürth die auch noch reinmacht, dann ist komplett Game Over. Ja. Game Over für Hamburg. Was ist denn hier los? Das kannst du doch keinem erzählen.
Ich habe nichts verstellt, Leute. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Die Gegner kriegen nichts hin. Fürth rasiert komplett alles. Wenn ich jetzt irgendwie den Schwierigkeitsgrad oder so verstellt hätte oder sowas. Nichts. Wir spielen auf Ultimativ. Ganz normal. Also irgendwas stimmt hier nicht. Das ist ja unnormal. Habe ich irgendwie die Gegner mit dem zweiten Controller angewählt und die machen nichts oder so? What the fuck? Aber ich feier's. 5:0, 10:0 Schüsse, 7:0 aufs Tor. Das ist eine Chancenverwertung. Vorhin hatten wir auch mega viele Chancen. Wir hätten eigentlich 8:0 gewinnen können oder 8:1 wie Köln gegen Dresden. What the fuck? Also das hätte echt krass laufen können. Zweite Halbzeit, mal gucken, ob das so weitergeht. Dann wird das hier jetzt echt ein 8:0 oder so. So, wir kommen an den Ball. Oh, shit, Alter. Da läuft er mich richtig nah an. Aber wir haben ihn gut platziert, rausgeschlagen. Jetzt vielleicht nochmal den Konter. Also man merkt, dass Fürth nachlässt und Hamburg ja ein bisschen mehr Druck gibt. Mal gucken, aber wir können... Ah, schade. Ich dachte, er schlägt hier die Flanke. Links um die Anzeige auch wieder verbuggt. Mega geil. Also ich hoffe, dass jetzt noch ein bisschen was von Hamburg kommt, weil sonst haben wir in der Folge keinen einzigen Schuss aufs Tor bekommen. Und noch keine einzige Parade oder so. Da kommen sie nämlich auch schon. Jo, okay, den können wir fangen. Das war jetzt keine große Aufgabe, aber wir haben immerhin eine Parade bzw. einen gefangenen Ball in der ganzen Folge. Mega geil. Jo, den zweiten direkt hinterher. Solange wir die halten, ist alles super. Mal ein 5:0, hallo? Will ich jetzt nicht unbedingt hergeben. Hamburg will's wissen. Nicht Willi, sondern Hamburg. Aber sie schaffen's nicht. Vielleicht jetzt nochmal die letzte Minute läuft. Dann gibt's vielleicht noch 1-2 Minuten Nachspielzeit. 2 Minuten Nachspielzeit, jo. 2 Minuten Nachspielzeit, Hamburg ist gerade nochmal im Angriff. Aber sie kriegen den Ball nicht durch. Wir kriegen ihn geklärt. Und auch wenn die Anzeige gerade verbuggt ist, es bleibt bei einem 5:0 gegen Hamburg. Zwei Bälle konnte ich nochmal fangen zum Ende hin. Um Mladic mit einem Dreierpack. Zwei gefangene Bälle im ganzen Spiel, Junge. What the fuck? Okay, aber 12:2 Schüsse, 9:2 aufs Tor, 50-50 Ballbesitz. Es ist gar nicht so... Ja, es ist schon... unrealistisch, aber ich weiß nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen, weil das war. Ich kann es mir nicht erklären, aber gut, ich habe nichts dagegen. Zwei Siege, zwei Kantersiege mit Fürth. Ja, nächste Folge dann gegen Dresden und gegen wen spielen wir noch? Hab schon wieder vergessen. Wir spielen gegen Regensburg. Ja, gegen Dresden und Regensburg. Das wird interessant. Zwei Folgen hintereinander kann es ja nie gut laufen. Ich bin gespannt, wie es nächste Folge läuft. Ja, schaltet rein. Und dann würde ich sagen, Paderborn ist tatsächlich mit uns mitgezogen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja vorhin nicht drauf geguckt. Aber ich habe ja vorhin gesagt, Paderborn kann uns überholen. Ach so, Paderborn hat 8 Spiele schon gemacht. Ja, okay, dann ist wieder was anders. Ich dachte, die haben 7 Spiele. Aber sie haben 8 Spiele schon gemacht. So wie Darmstadt und Bielefeld. Lol, die haben auch schon 8 Spiele gemacht. Also wenn ich jetzt wieder 3 Punkte hole mit Fürth gegen Dresden... Dann sieht das verdammt gut aus. Dann sind wir wieder vorne mit dabei. Ja, Dresden Platz 11. Ich bin gespannt. Zwei Folgen hintereinander kann es ja, wie gesagt, nicht gut laufen. Ich bin gespannt, wie es läuft. Schaltet rein, lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und auf viele Paraden in der nächsten Folge. Ciao, ciao.